Liebe Zuschauende, für alle, die sich nach Abwechslung sehnen und meinen, noch nicht genau das zu haben, was sie brauchen und was ihnen gut tut, ist die folgende Geschichte. Eine Frau wollte sich neue Schuhe kaufen und ging in ein Schuhgeschäft. Die Verkäuferin brachte ihr gleich mehrere Modelle zum Anprobieren. Mehr als 10 Paar zog die Frau an und aus. Überall um sie herum Kartons und Schuhe. Leider schien der Frau nicht so richtig zuzusagen. Entweder waren die Schuhe zu eng, zu schrill, der Absatz zu hoch. Da fiel ihr Blick auf ein weiteres Paar. Sie zog auch diese Schuhe an, lief darin einige Schritte auf und ab. Sie schien begeistert. Die gefallen mir. Was kosten diese denn? Diese Schuhe kosten gar nichts, sagte die Verkäuferin und lächelte. Sie scherzen, rief die Frau. Nein, diese Schuhe kosten wirklich nichts, erklärte die Verkäuferin. Es sind doch ihre eigenen. Die Frau schmunzelte vergnügt. Wir können Gott bitten, hilf uns darauf zu vertrauen, dass er uns mit dem Nötigen ausstattet, um erfüllt durch dieses Leben zu gehen. Mit Dankbarkeit, Geduld, Demut, Mitgefühl, Gelassenheit. Schau auf all das Gute, das dein Gott dir täglich vor die Füße legt. Er macht nur maßgeschneiderte Geschenke, denn er kennt dich besser als du selbst. Bleiben Sie behütet.